7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. In der heutigen Ausgabe der Warp-Artefakte geht es um das Spiel, was ihr hier seht. Alter GW-Kram. Und zwar Space Marine oder auch eigentlich viel besser bekannt unter dem Namen Epic oder Epic 40.000, Epic Armageddon. Epic Armageddon war, glaube ich, die letzte davon. Ein Spiel, was es nicht mehr gibt, eingestellt vor etlichen Jahren schon, aber gerüchteweise ja als möglicherweise Adeptus Titanicus oder so in diesem Jahr 2017 neu aufgelegt, eventuell in leicht anderem Maßstab oder so. Wird man sehen, ob das so kommt oder nicht, aber ich wollte euch auf jeden Fall mal ein bisschen was hier von dem alten Stuff zeigen. Und also das hier ist der richtig alte Stuff, Space Marine, ne? Wie gesagt, Epic Armageddon und so etwas neuer. Habe ich aber als Regelwerk nicht hier, nur von Epic 40.000 noch was, aber es soll hier gar nicht so sehr um die Regeln gehen, sondern ich wollte euch einfach mal diesen super geilen, mini, mini kleinen Stuff zeigen. Was ich allein schon cool finde, ist hier, so ein Boxcover, also dieses Artwork, das ist einfach ein total geiler Style. Alter, uralter Kram und deshalb so besonders, weil, also ich persönlich finde ja, so wie Warhammer 40.000 jetzt im Moment ist oder in der 7. Edition war und in der 6. auch, da ist es so, wie eigentlich Epic gedacht war, also Massenschlachten, ja, wirklich richtig viele Einheiten, große Verbände, die irgendwie aufeinandertreffen. Und damit das funktioniert, hat man einfach den Maßstab entsprechend gewählt. Gespielt wird auf 6x4, also auf normal hier, ne, 6 GW-Platten, sag ich mal, hier 1,80 mal sowieso, also einem Riesenspielfeld für die kleinen Minis. Aber dadurch ist es eben möglich, ganz leicht ganze Panzerverbände irgendwie aufzustellen. Und hey Jungs, ich will euch das einfach nur mal zeigen. Guck mal hier, Alter. Das sind Lehman Russ in mini, mini klein, aber in super geil, total geil detailliert. Da ist alles dran. Hier hat auch den Suchscheinwerfer am Start dabei. Es gibt Varianten, die haben dann, okay, er hat hier Boltertürme und ich glaube Laserkanone vorne. Es gibt Varianten, die haben dann noch oben noch, ich glaube, ein Sturmbolter drauf oder irgendwas. Und auch die Panzer als solche. Also er zum Beispiel hat hier Zusatzpanzerung, er nicht. Es gibt auch noch ein paar andere. Es gibt auch verschiedene Varianten, ja, normalen Lehman Russ, Demolisher, ähnlich wie bei 40k halt auch. Ja, und was ich einfach so geil finde, das sind Minis in super klein, aber trotzdem extrem detailliert, trotz ihres Alters, die es dann so in so Blitzern zu kaufen gab. Also zum Beispiel, ich habe hier mal von den Imps ein Hydra. Hydra-Flakpanzer. Die Hydra, so wie sie aussah, mal von Forge World. Gibt es nicht mehr, ist total selten, wenn man sie mal haben will, nämlich mit geschlossener Kabine oben und relativ ähnlich der aktuellen Hydra, die GW dann ja irgendwann in Plastik gebracht hat. Ja, dann bist du damals in so ein GW gegangen, hast für 23 Mark 4 Hydras gekriegt. Super geil, also aus Zinn. Es gab davon auch Figuren und Minis aus Plastik, die manchmal oder in vielen Fällen da nicht so schön detailliert waren oder so. Vor allem der richtig alte Stuff ist, jetzt nicht so super ansehnlich. Man merkt da auch so vom Style Unterschiede. Also zum Beispiel gab es, warte mal, habe ich hier mal einen? Ja, das ist ein Vindicator Razorback. Wo ist er denn? Hier. Was geil ist, bei Epic gab es nämlich auch noch Squads und Land Trains und hier mit Imperial Bombards, also das sind eher Dinger, wobei die auch schon etwas neuer sind verhältnismäßig. Die sehen so ein bisschen sehr überholt aus vom Design, genau wie einige Ork-Einheiten, die sehen teilweise echt lächerlich aus, also wirklich so Space Ork-mäßig mit am besten irgendwelchen hier Mongolenhelmen auf und so einen Scheiß. Hier sind noch Minis dabei, also so wie hier zum Beispiel dieser Razorback oder diese Razorbacks in dem alten Design, was sehr geil ist, denn die passen vom Maßstab, also nicht zum Beispiel hier bei 40k ist es ja so, dass das alte Rhino vom Maßstab überhaupt nicht zu den aktuellen Sachen passt, aber bei Forge World als Bausatz verfügbar ist, so dass man quasi diesen uralten Style hat, also diesen hier,
Nur eben im richtigen Maßstab. Und bei Epic ist halt geil, die alten Rhinos, ja, die passen auch genauso zu den neuen. Finde ich ziemlich cool. Da habe ich auch welche von in Plastik hier, genau wie Whirlwinds und ähnliches. Seht ihr da hinten vielleicht schon, zeige ich euch gleich im Detail. Ja, das ist einfach cool. Also, dass du dir wirklich eine gesamte Armee in so einer kleinen Tasche oder in so einem kleinen Köfferchen irgendwie mit dir rumtragen kannst. Finde ich schon ziemlich cool. Und ja, klein, wie gesagt, ne? Das da sind Lehman Russ. Das hier sind Space Marines, 5 Stück. Das heißt, wir haben hier einen taktischen. Ne, ist gar kein taktischer, ist ein Devastor-Trupp, ne, mit 4 Raketenwerfern, wie man ja total leicht erkennen kann. Ja, und auch da, das sind auch noch die ganz, ganz alten Minis. Es gibt inzwischen oder es gab in den letzten Jahren sogenannte so Forumware oder Forumware-Sachen, wo einfach Leute in Kleinstauflage eigene Sachen hergestellt haben. Also da findet ihr zum Beispiel, also wenn man es denn findet, 3D-gedruckte aktuelle Sachen. Es gibt auch Marines, es gibt Terminatoren, die sehen genauso aus wie die 40K-Terminatoren, nur halt in schön klein und so, weil die Terminatoren hier im alten Epic-Style, da steht dann 5-mal genau die gleiche Figur einfach auf dem Base. Völlig lächerlich. Sieht auch nicht wirklich geil aus. Viel cooler sehen da schon wirklich die Panzer aus. Und selbst wenn man hier die ganz, ganz alten Land Raider nimmt, also solch einen Land Raider, den es von GW ja tatsächlich auch mal in groß gab, der pottenhässlich ist, in so klein geht der einigermaßen. Und wenn der bemalt ist, meine sind jetzt noch immer WIP, aber da kann man echt was mitmachen. Also ne, so, Land Raider ist schon gar nicht kacke, die ganz alten. Die etwas neueren, aber auch alt, noch mehr WIP, sind dann die hier, die es auch teuer bei Forge World für 40k irgendwie gibt. Ne, was ist das hier, MKZ? Ich weiß es nicht, was für ein Pattern, bin da irgendwie ein bisschen raus. Aber ne, super geil. Aus Metall gab es dann welche, die so aussehen wie die aktuellen. Also auch, dass man zum Beispiel Crusader und Redeemer als Variante haben kann oder so. Und ja, ich bin da irgendwie total drauf abgegangen auf den Shit, hab da durch, naja, durch Zufall nicht, aber ein kleines Lot Epic bekommen und ja, Junge, dann habe ich die gesehen, dachte, Alter, ist das geil. Und hab dann einfach mal direkt rumgeguckt, ich bin immer noch auf der Suche, ich bin meinen Space Marines geblieben, weil die sich wohl noch am leichtesten mitsammeln lassen. Es gibt zum Beispiel über diese Forum- und Fansachen auch Necrons in Superklein, die gab es damals überhaupt nicht von GW. Hier auch alte Rhinos, jetzt haben wir hier nochmal Whirlwinds. Hier seht ihr nochmal so ein Rhino in ungrundiert aus Plastik. Oh, da gab es, wie gesagt, dann noch auch verschiedene Umbaukits zum Beispiel. Man kann hier dieses alte Rhino relativ leicht umbauen mit ja, mit ein bisschen Geschick einfach zu zum Beispiel Whirlwinds oder auch Razorbacks oder sowas. Und was ich dabei auch sehr geil finde, es gibt dafür zum Beispiel auch ein also Titan, es gibt auch ein Thunderhawk. Und das Thunderhawk hierfür, also es gab zwar auch von GW-Versionen, die nicht so schick sind, aber es gab von Forge World auch eine, die einfach maßstabstechnisch richtig dann dazu passt. Und das sieht so cool aus. Ist auf jeden Fall einfach eine geile Sache. Vom Spielen her, ich habe selber noch nicht gespielt, ich habe aber mir ein paar Spielberichte reingezogen, wird jetzt gar nicht so schlecht, das Spielprinzip. Deswegen wundert mich das sehr, dass das nicht mehr so aktuell ist. Und wenn man dann mal guckt in den letzten Jahren, ist der Markt ja von anderen erobert worden. Also ich meine hier, was weiß ich, Flames of War oder so, ne, richtig schöne kleine Sachen mit richtig vielen großen Panzerkompanien oder sowas. Also da gab es andere Systeme und andere Hersteller, sage ich mal, die in die Nische gegangen sind. GW macht ja jetzt so in den letzten Jahren, also siehe Blood Bowl oder jetzt auch diese Necromunda neue Umsetzung, Shadow War, genau wie dieses Mortime-Ding, was demnächst irgendwann rauskommt, die bedienen ja wieder diese Sparte und die Spezialistensysteme. Deswegen halte ich es auch wirklich für sehr wahrscheinlich, dass dazu was rauskommt. Und ja, es ist einfach cool, weil ich sag mal, bei 40k, wenn man jetzt einen Titan da hinstellt oder so, völlig bescheuert, der macht eh nichts, den stellt man da hin, der bewegt sich im ganzen Spiel wahrscheinlich überhaupt nicht, eventuell noch ein Scout-Titan hier, ein Warhound, aber eigentlich bewegt er sich nicht, schießt alles kaputt oder alle konzentrieren ihr Feuer auf ihn und schießen den kaputt oder so, ja, völlig bekloppt, aber in dem Maßstab hier bei dem Spiel, da kannst du auch mit, keine Ahnung, 3, 4, 5 Titanen spielen oder sowas und mal so ein richtig fettes Ding machen.
Finde ich schon ziemlich geil von der Idee. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt. Ich bin jetzt selber gerade dabei, hier ein bisschen für Dark Angels eine Kompanie, mehrere Kompanien, wie auch immer, zu bauen. Es gibt auch mini kleine Bikes und Trikes und sowas. Das ist super geil. Landspeeder. Alles am Start. Und ja, also ist einfach mal eine geile Abwechslung. Und du kannst am Abend 6 Whirlwinds bemalen, wenn du willst oder so. Könnte man auch noch alles viel detailarmer halten. Ich sag mal, die sind nun mal mini klein und gerade die alten Plastikdinger haben jetzt auch nicht die geilsten, schärfsten Details. Aber wenn ihr das hier bei den Whirlwinds mal seht, da sind ja sogar noch in klein die Nebelwerfer angedeutet und so. Ist jetzt schon gar nicht so schlecht. Ich werde die auf jeden Fall mal fertig machen, weil auch das ist immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Habe ich eigentlich die Ketten schon gemacht? Wo sind sie? Ja, die Ketten habe ich schon ein bisschen gemacht. Ist aber noch nicht super. Also da geht noch was. Da habe ich aber auch echt Bock drauf, im Gegensatz zu den 40k-Sachen irgendwie im Moment. Und ja, das ist einfach eine super coole Sache, die ich euch mal zeigen wollte. Oh, da habe ich hier noch was für euch. Habe ich nämlich mal ein bisschen ausgeknipst und sonst was noch OVP quasi gekriegt. Das hier sind mal locker, ich weiß es nicht, 60 Marines. 60 Marines inklusive auch Kommando. Also da gibt es zum Beispiel auch einen Skriptor und einen Tech-Marine und was weiß ich. Oh, hier Bikes sind hier auch noch mit drin. Scouts, da ist ein Scout zum Beispiel. Na, das ist, ja, wie gesagt, aber hier ist schon fast eine ganze Kompanie hier in der Box drin. Nur halt ohne Fahrzeuge, wenn man so will. Finde ich einfach total geil, dass es das so vom Prinzip gibt. Und passend dazu gibt es dann auch noch Gelände, Ruinen, Bausätze. Es gab so Pappgebäude von GW, es gab aber auch Plastiksachen. Es gab von Forge World ein paar Dinger. Auch übrigens nicht nur wie bei 40k immer zerstörtes Gelände, sondern auch schöne intakte Gebäude, also so ein Administratum-Dingen irgendwie mit schönem Aquila drauf und so, aber als richtiges Resin-Gebäude von Forge World halt. Sehr geil. Ich bedauere es sehr, dass das hier alles zu einer Zeit aktuell war, wo ich überhaupt gar nichts mit dem Hobby am Hut hatte und irgendwie was anderes vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, Epic Armageddon ist mir von, nee, ist von 96, nee, müsste neuer sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das alles uralter Stuff. Mal hier ein Copyright drauf oder sowas. Games Workshop. Okay, hier ist ein 1997 Copyright und ich weiß, dass das hier schon nicht die ganz alten Sachen sind. Also, ja, Epic 40.000. Ne? Space Marine ist auf jeden Fall älter. Ja, auf jeden Fall leider nicht meine Hobbyzeit. Ich hoffe sehr auf das Adeptus Titanicus Ding oder auf irgendeine andere Variante von Epic von mir aus. Und ja, bin ich einfach super gespannt von. Es gibt ein ähnliches System von GW, das kann ich euch leider nicht mehr zeigen, und zwar Warmaster. Da hatte ich mal auch für Spaß eine Hochelfenarmee, wenn man so will. Ich weiß gar nicht, wieso ich die hatte. Irgendwie wollte ich die unbedingt haben und dann habe ich mir die ersteigert oder so. Und dann stand die und lag die aber immer nur rum und dann habe ich sie wieder verkauft. Für teuer Geld, weil dieser kleine Shit hier, ey, das ist unglaublich, was da für Preise für aufgerufen werden. Also bei eBay will jetzt zum Beispiel gerade aktuell irgend so ein Honk für... Nicht für Belagerungsartillerie, für 4, nee, nicht mal für 4, für 3 Lehman Russ, glaube ich, will der 22 Euro haben. Das denke ich nicht, dass ich das bezahle. Aber, naja, gut, ist halt so, ne? Ist alter, epischer und seltener Kram. Und deswegen, ja, lasst uns einfach alle hoffen, dass da neues Zeug für rauskommt. Und dann haben wir ein, naja, nicht einfach ein anderes Spielsystem, weil ich sag mal, die ganzen Sachen, die GW da rausbringt im Rahmen von anderen Spielsystemen, also zum Beispiel Silver Tower und keine Ahnung hier, nicht Gordchosen, wie heißt das mit der Arena da? Doch, das heißt, glaube ich, Gordchosen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das alles im gleichen Maßstab, alles immer ähnliches Spielprinzip, ähnliche Abläufe, nur eben mit leicht angepassten, veränderten Regeln. Aber das hier ist was, wo auch der Maßstab verändert ist, wo man sich wieder voll austoben kann im Geländebau oder so. Das ist einfach eine super coole Sache. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht dazu in Zukunft mal irgendwie was machen oder so. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal fertig bin, naja, was heißt fertig, zumindest weiter bin mit meinen Bemalversuchen hiervon, also ist zum Beispiel der Unterschied, die sind noch relativ kanten- und akzentlos im Gegensatz zu denen. Ne? Und es ist auch noch eine Menge Stuff irgendwo da, also auch abgesehen von dem noch anderes.
Wenn da irgendwie mal was annähernd fertig ist, so dass man das auch schön präsentieren kann, mache ich dazu auch noch gerne ein Video. Aber für heute und für die Warp-Artefakte soll es das erstmal gewesen sein. Und deswegen, ja, keine Ahnung. Postet Bilder, Videoantworten, kommentiert, Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr Bock habt. Vielleicht kommentiert er auch selber dazu. Es gibt ja ein paar wenige Leute, die Epic tatsächlich auch noch aktiv spielen. Es gibt Fangruppen auf Facebook und so weiter. Und wenn ihr einer von denen seid oder wenn euch das irgendwie total interessiert und ihr jetzt sagt, boah, geil, Junge, will ich auch spielen oder so, dann kommentiert das doch einfach mal. Wäre mal ganz cool zu sehen, wieso da das generelle Feedback ist. Oder was ich auch sehr cool fände, jemand, der das hier vergleichen kann mit diesen ganzen Flames of War Sachen, weil die sind ja jetzt schon auch wirklich super klein. Und keine Ahnung, vielleicht wäre das ja auch eine Alternative. Gut, ich bin auf jeden Fall raus und sag bis zum nächsten Mal. Tschö!